Freitag und Samstag fand der Tag der offenen Tür in der BHAG Stegersbach statt. Zahlreiche Besucher haben die Möglichkeit, im Rahmen des Spiels Monopoly den Campus zu besuchen. Wie das genau funktioniert, erklären uns Hanna und Nico. Ein großer Tag für die Schule in Stegersbach. Bei mir ist jetzt Hanna und Nico. Ich habe gesehen bei der Begrüßung, ihr spielt ja mit dem Geld. Könnt ihr uns erklären, was das ist, wie funktioniert das? Ja, auf jeden Fall bekommen die Schüler heute ein Kapital zugewiesen und dann werden sie bei den verschiedensten Stationen mit diesem Kapital und Geld spielen, vervielfachen oder vielleicht auch alles verlieren. Und wie funktioniert das? Hau ich einfach Geld aus? Also bei den verschiedenen Stationen kann man halt sagen, man setzt zum Beispiel 2, 5 oder 10 Scheine und dann gibt es halt Aufgaben, die man erfüllen muss. Zum Beispiel beim Fußball muss man entweder in ein Ziel oder ein Tor treffen oder man muss durch Hütchen dribbeln und wenn man das schafft, erhält man dann das Geld zurück oder verdoppelt es oder wenn man es nicht schafft, verliert man es. Und was mache ich dann mit dem ganzen Geld? Wann, sag mal, ich habe alles gewonnen, was mache ich damit? Ja, der Gewinner wird auf jeden Fall auf unserer Top-Liste eingetragen und der Beste bekommt dann auch einen Preis von uns. Welche? Puh, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann ein Probetraining gewinnen oder man kann Bälle gewinnen. Gar nicht so schlecht. Ihr seid ja von Anfang an, ich glaube von 8 Uhr. Was sagst du, wie ist der Besuch bis jetzt? Also bis jetzt haben wir 2 Schulen hier oder und auch Eltern mit ihren Kindern extern. Ja, ist schon gut besucht. Wir hoffen natürlich auf noch mehrere Besucher. Naja, es gibt noch einen Tag. Seid ihr morgen auch da? Ja, morgen auch wieder hier. Von 9:30 weg sind wir hier bis 12. Viele unterschiedliche Stationen gab es zu besuchen, wie Wirtschaftskunde, künstliche Intelligenz, Sprachenkunde, Sport und sogar eine Übungsfirma war zu besuchen. Wir haben einige Stationen für Sie besucht. In der Businesszone konnten die Schüler im Rahmen der Übungsfirma ihr Gelerntes aktiv einsetzen. Wir haben mit ein paar Schülern über ihre Tätigkeiten gesprochen. Und was machst du da? Ich bin im Einkauf. Was kaufst du? Wein, hauptsächlich. Also die Übungsfirma Royal Gas GmbH konzentriert sich hauptsächlich auf Wein, Käse und so. Wir kaufen auch Schokolade. Und im Einkauf, also es gibt im Act, im Webshop kaufen wir. Da gibt es auch ein Programm in der Schule BMD, wo man das alles verbuchen kann und man sieht das Lager. Man kann Artikel anlegen und das alles ändern und man sieht, ob man zu wenig hat, nachkaufen muss. Ja, das hat man auch mit Rechnungen zu tun. Man kontrolliert die Rechnungsbestandteile, die 10. Man schreibt auch E-Mails, Bestellungen und Rechnungen. Und was machst du? Ich bin im Sekretariat. Im Sekretariat kümmere ich mich um die Rechnungen, die wir bekommen. Die muss ich dann in eine Excel-Tabelle, das ist fast Einzug eintragen und wenn ich Rechnungen verschicke, muss ich dann aus dem Buch auch eine Excel-Tabelle eintragen und dann kümmere ich mich um diese Telefonate, wenn uns jemand anruft. Ich heiße Milo, ich bin im Rechnungswesen. Ich bin für die Verbuchung der Bankbelege zuständig. Das heißt, ich muss in unserem Buchungsprogramm eingeben, wer was und wie viel bezahlt hat. Und das ist dafür da, damit am Ende vom Geschäftsjahr der Gewinn oder Verlust berechnet werden kann. Ich bin der David, ich bin im Marketing tätig. Hier aktualisieren wir unseren Katalog, hier stellen wir Angebote, Flugblätter und Online-Werbung. Wir müssen da immer die richtigen Produkte raussuchen, für Ausverkaufsangebot schauen, welche Produkte gerade noch sehr viel am Lager ist, wo wir ein bisschen loswerden müssen und die dann auch verschicken, die richtige Zielgruppe für unsere Werbung finden und ja, das ist unser Job im Marketing. Einen großen Einkauf tätigte ehrenamtliche Volkshilfepräsidentin, Landtagspräsidentin außer Dienst, Landtagsabgeordnete Verena Dunst. Wir haben sie über die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen wie den Tag der offenen Tür gefragt. Ich finde es unglaublich wichtig, Tag der offenen Tür zu veranstalten. Und für mich, nicht nur als Politikerin, sondern als ehemalige Lehrerin und Direktorin, ist der Austausch mit den jungen Menschen sehr wichtig. Und ich schaue mir das natürlich sehr bewusst an, wie die jungen Menschen ausgebildet werden. Und ich kann Ihnen nur gratulieren, den jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler, die diese Schule hier besuchen, sowohl die HAG natürlich, aber auch die HASCH, aber vor allem natürlich auch die verschiedenen Einheiten, die die HAG Stegersbach hier zu bieten hat.
Ganz besonders ist mir auch die Übungsfirma, in der ich mich gerade befinde, wo ich jetzt gerne einen Wein einkaufen werde und durchlaufe die Übungsfirma. Warum? Wenn sich bei mir jemand bewirbt und ich arbeite seit 30 Jahren mit Mitarbeitern, dann schaue ich nicht aufs Zeugnis, das gebe ich ehrlich zu. Ich schaue, welche praktischen Erfahrungen ein Schüler und eine Schülerin mitbringt. Und diese praktischen Erfahrungen kann man am besten in einer Übungsfirma lernen. Daher finde ich diese Abteilung als genial und die Schule hervorragend. Kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, diese Schule in unserer Region zu haben. Verteilt auf den anderen Stationen haben wir vermehrt Politiker angetroffen. Jedoch war auch ein Politiker dabei, der selbst die BHAG besuchte und an dieser Schule auch als Lehrer tätig war, nämlich Landesgeschäftsführer Kevin Friedl. Einer, der erst Schüler war, Matura, lernen, danach ja selber Lehrer und jetzt, nach so vielen Schuljahren, Landesgeschäftsführer und heute wieder in diese Schule, wo Sie haben gelernt, gearbeitet. Wie sehen Sie das? Ich sehe das als einen Beweis, dass die kaufmännische Ausbildung eine immense Wichtigkeit hat und dass sie so vielfältig ist, dass man nachher eben verschiedene Karrieremöglichkeiten einschlagen kann. Das war bei mir der Fall, das ist bei ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern der Fall, der was eben in ganz andere Bereiche jetzt auch arbeiten, als die kaufmännische Ausbildung eben auch vorgibt. Aber das zeigt, wie wichtig eben die kaufmännische Ausbildung auch in Österreich ist. In der heutigen Zeit ist es auch wichtig, mehrere Sprachen zu sprechen. Ob Englisch, Italienisch oder Kroatisch. Am Campus BHAG Stegersbach hat sich Bürgermeister Jürgen Dolesch selbst überzeugt. Super. Was kannst du Kroatisch? Dobar dan. Kako si? Bist schon fertig. Tag der offenen Tür in Stegersbach nach Rolli. Bürgermeister muss dabei sein. Sie haben schon Rundgang gemacht. Was sagen Sie dazu? Tag der offenen Tür, jedes Mal sehr, sehr gerne hier willkommen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Schule zu präsentieren, ja, die Lehrkörper zu präsentieren, was alles hier am Standort Stegersbach geboten wird. Wenn man so durch die Gassen geht, ist es ein breites Spektrum, das die HAG Stegersbach und auch die Handelsschule Stegersbach hier abbilden. Und ich finde, es ist ein toller Tag, dass sich auch andere Schüler, Schülerinnen aus der gesamten Umgebung informieren können, wie schaut der weitere Bildungsweg aus, welche Möglichkeiten gibt es, welche Perspektiven habe ich. Und dazu ist dieser Tag da. Ich freue mich, dass er auch sozusagen auch anderen angenommen wird aus von den anderen Schulen und so stark besucht wird. Sie haben die Stationen besucht. Welche Station war für Sie sozusagen interessanteste von die alle? Thema künstliche Intelligenz. An der kommt, glaube ich, einerseits bei der Station kommt keiner vorbei, weil es wirklich sehr, sehr interessant gestaltet ist. Allerdings auch die Möglichkeiten, die Perspektiven, die künstliche Intelligenz uns bietet. Wir müssen nur schauen, okay, wie können wir mit der künstlichen Intelligenz umgehen? Es wird kein Weg daran vorbeiführen. Wir haben auch ein Interview mit einem Schüler auf Kroatisch gemacht. Jakob, ti znaš hrvatski? Da, ja znam hrvatski. Ja se doma pričam hrvatski. I šta vi ovdje pokazujete? Mi ovdje pokazamo jezike, italijanski, hrvatski jezik. Šta pokazivaš što se tiče hrvatskog jezika? Ovdje imamo Plitvičke jezere i grad Zadar. Onda još imamo mnoge otoke i našu kravatu imamo ovdje i u Puli imamo arenu. Super, to znači možemo da radimo jedan godišnji odmor u Hrvatskoj. Da, možete, da. Hvala. Einige Ausschnitte haben wir noch für Sie.